Ich heiße Matthias Uflacker, ich vertrete das Fachgebiet Enterprise Platform and Integration Concepts von Professor Plattner hier am HPI. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit der Konzeption, der Entwicklung und dem Betrieb von Unternehmensanwendungen in Unternehmen, mit deren Hilfe Abläufe und Entscheidungsprozesse optimiert und unterstützt werden können. Wir arbeiten eng mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen, in verschiedenen Größen zusammen, um zu verstehen, wie sehen die Prozesse wirklich aus, wie sehen die Daten aus, die dabei anfallen. Und auf Basis dieser Echtdaten entwickeln wir Konzepte und Methoden und evaluieren diese auch wiederum in einem realen Kontext, um sicherzustellen, dass unsere Arbeit, unsere Ergebnisse auch einen positiven betriebswirtschaftlichen Impact auf die Unternehmen haben. Derzeit beschäftigen wir uns ganz gezielt mit der Fragestellung, wie der Betrieb von Datenbanken, einer Datenbank für Unternehmensanwendungen, dahingehend optimiert und vereinfacht werden kann, dass diese Datenbank in die Lage versetzt wird, sich eigenständig zu optimieren, sich eigenständig zu konfigurieren, sozusagen die selbstfahrende Datenbank für Unternehmensanwendungen. In einem anderen Projekt beschäftigen wir uns mit der Fragestellung der kausalen Analyse. Das könnte zum Beispiel die Fertigungslinie eines Automobilherstellers sein, in der jegliche Aktivität der Roboter aufgezeichnet werden kann. Wir versuchen Ansätze zu finden, wie aus diesen Daten heraus identifiziert werden kann. Was sind Ursachen dafür, dass am Ende ein Produktionsausschuss entsteht oder eine Fehlproduktion stattgefunden hat? Was uns hier am Fachbereich auszeichnet, ist, etwas zu bauen, etwas zu entwerfen, was tatsächlich seine Anwendbarkeit unter Beweis stellt in einem realen Unternehmenskontext. Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, die uns in den Projekten immer von Vorteil ist.